Im fünften Jahrgang der Handelsakademie erstellen die Schüler arbeitsintensive Projekte in Kooperation mit der regionalen Wirtschaft. Ja, wir wollten eigentlich voll gerne einen Film drehen, weil uns das halt an Hörern interessiert hat und das ist spannend, das spannendste Fach und auch der Lehrer hat uns ziemlich viel geholfen. Und dann hat unsere Frau Direktorin gemeint, da war eh ein Werbefilm für TAC ganz geschickt und deswegen haben wir sich dann entschlossen, dass wir den machen. Unser Lehrer, der Herr Geckes, ist auf uns zugekommen und hat halt gesagt, er braucht halt für den Verein, für die Ethan-Werkstatt, eine Datenbank. Jetzt haben wir die alte Datenbank überarbeitet, die war sehr unübersichtlich und unstrukturiert. Und jetzt haben wir sich das Projekt ausgesucht, dass wir eine Datenbank überarbeiten und neu strukturieren und übersichtlich machen. Meistens suchen sich die Schüler selbst die Auftraggeber. Wir haben auch immer wieder telefonische Anfragen, wo die Firmen an uns direkt als Schule herantreten und fragen, ob wir nicht ein Projekt mit ihnen abwickeln möchten. Wie man sieht, die Ergebnisse sind beeindruckend. Sie waren sehr kreativ, unsere Schüler, ob das war im Marketing oder im Controlling oder auch im Informatikbereich. Die Filme sind sehr interessant und gut gestaltet. Ich finde, das sind sehr gelungene Projekte heuer wieder. Seitens der Wirtschaftskammer zeigte man sich erfreut über die Ergebnisse der diesjährigen Projekte und des Engagements der Schüler. Ich denke, die Maturantinnen und Maturantinnen haben ihre Benzer gut erfüllt. Sie haben das theoretische Wissen schon in der Praxis gut umgesetzt, haben gute Vorschläge und Ergebnisse gemacht in verschiedenen Bereichen. Und ich glaube, das wird der Zukunft braucht man nicht bange sein und hier wachsen gute Fachkräfte heran. Praxisorientierte Ausbildung für eine erfolgreiche Zukunft. Theorie ist gut, aber in der Praxis kann man das Theoretische dann in das Professionelle dann umsetzen. Also es ist sehr, sehr wichtig, dass man einfach die Praxis in den Unterricht mit einbezieht, weil ein Unterricht ohne Praxis, finde ich, ist ein verlorener Unterricht. Die Projektpartner erhielten durch die Analysen und Vorschläge ganz neue Anregungen für ihr Unternehmen. War sicher der eine oder andere Punkt dabei, der am Ende der Form nicht so klar war, wo ich sicher mir Gedanken mache, wie ich das umsetze und ob ich es umsetzen kann. Als zum Beispiel die Homepage gezeigt worden ist, ich hoffe, man hat es nicht gesehen, habe ich ein bisschen ein rotes Gesicht gekriegt. Erstens muss man junge Leute mal grundsätzlich unterstützen, die ja so ein Projekt machen, sich dann nebenbei noch am Gewerbe widmen, das eigentlich ein sehr schwieriges Umfeld momentan hat, eine große Konkurrenz und dort einmal Stärken und Schwächen analysiert. Da muss ich sagen, sind wir dankbar, dass wir dabei sein haben dürfen und die Mädels haben das echt toll gemacht, um das Handwerk vielleicht doch in Zukunft weiterleben zu lassen. Ob Imagefilm, die verbesserte Homepage oder neue Marketingstrategie. Die Schüler zeigten an diesem Abend ihr bereits erlerntes Wissen und setzten es erfolgreich in die Praxis um. Straight to the light.